Das heißt, wir haben durch diese Spiegelung und Verdrehung im Kontakt mit Narzissten das ganz große Problem, dass hochsensible Empathen nicht mehr wissen, wer sie selbst sind und dass sie sich selbst mit dem Narzissten verwechseln. Was passiert also, wenn diese Verwirrung eintritt? Das ist wirklich der Moment, wo hochsensible Empathen zum idealen Opfer für Narzissten werden. Ich sage dieses Wort wirklich nicht gerne, aber es ist wirklich das Wort, das das Ganze am besten umschreibt. Du bist dann wie eine Fliege in einem Spinnennetz gefangen. Ja, du zappelst rum, aber du kommst dann nicht mehr raus, weil deine Empathie und deine Verwirrung, die aus dieser Empathie heraus entsteht, dich in dieser Beziehung verbleiben lassen und ganz im Gegenteil sogar dazu führt, dass du dich selber so in Frage stellst, dass du das Gefühl hast, du machst alles falsch. Ja, du bist überhaupt der Grund für diese ganzen Probleme in der Beziehung. Und wenn du dich nur änderst, dann wird sich auch dein Gegenüber verändern.